Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Doom Episode 3 Inferno. Waffen mit der Plasma Gun. Die Munition sollte ich mir eigentlich aufsparen, denn ich brauche die für die BFG. What up? Gegen die Billigviecher reicht die Shotgun. Okay, wir sind hier. Das ist noch nicht das finale Level, noch lange nicht. Könnten wir über die Lava gehen? Oh, es geht. Jetzt kriege ich natürlich 20 Schaden. Hahaha. Danke übrigens für den Hinweis. Die Viecher halt heißen also Imps. Und die verrecken ziemlich lustig. Aber wie kann man diese Todesanimation nicht mögen? Naja, Bauch reißt auf. Die fallen nach hinten. Kopfschuss. Oh shit. Da schießt er eher als ich. Einmal rundherum. Manche Wände sehen so verflucht verdächtig aus, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ja. Ich denke, wir müssen mal die Lava checken. Wir haben keine andere Wahl. Deshalb liegen hier auch überall Health Packs rum. Oh, drei von denen. Oh, das reicht erstmal an dieser Munition. Alles für die BFG aufsparen. Hab ein paar Raketen. Hell yeah! Nur du! Oh, schon verreckt. Da hinten liegt doch ziemlich viel, oder? Gehen wir doch einfach mal dahin. Ah, Amor. Der Weg wurde klein gemacht. Diese Ratten. Hier. Yeah. Oho. Wow, die fressen natürlich keinen Schaden oder was, hä? Kommt, kein Problem. Oh, fuck. Zu sehr auf den Boden konzentriert. Boah, jetzt geht's ja aber runter. 33 helfen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch rüber schaffe. Habe ich nur den Imps zu verdanken. Ich schaff's garantiert nicht darüber. Ich glaube, wir nehmen ein bisschen mehr Anschwung. Holy shit, das war knapp. Boah, 23 Health. Ich brauche ein bisschen mehr. Oh shit. Ich weiß aber, dass die da drin sind. Invulnerability. Unbesiegbar. Nice. Oh, wir sind genau auf der Lava. Was gar nicht so verkehrt ist. Moment. Teleporter. Keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Ihr seid hinter verschlossenen Türen. Benehmt euch auch so. Ganze Horde von denen. Ich hab Spaß mit der Minigun. Ah, Shotgun reicht gegen euch auch. Drei dürfte die Shotgun sein. Mehr nicht! Ah! Nur der eine kleine leere Raum hier. Gut, leer war er nicht, aber. Dreck. Komme ich überhaupt hier raus? Das ist eine gute Frage. Hier vorne ist die Tür, sage ich doch. Aber die geht nicht auf. Lame. Aha, Geheimtür gefunden. Mit Energy Cell Pack. Und jetzt sind wir hier drin gefangen. Aha. Der Teleporter. Das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Ich fall mal hier rein. What the? Ah!
Oh shit! Frest. Alles verreckt. BFG for the win. Die Big Fucking Gun, Eddie. Oh mein Gott, die und alles kaputt. Bisschen weniger Gegner werden wir fein. Jawohl, der Blue Skulky. Jetzt keine weitere Tür. Was habe ich hiermit aktiviert? Beziehungsweise deaktiviert. Die haben ja vorher geleuchtet. Keine Ahnung. Ballern wir einfach hier runter. Dö, 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 dö. Ihr könnt gar nicht hier hochballern, weil ihr dumm seid. Problem wird jetzt nur... Oh, ich kann hier runter. Okay. Hey, das lief alles besser, als ich gedacht habe. Ohne Mist, ich habe so gedacht, okay, ich springe da runter. Ich bin zwar unsterblich, aber wenn das aufhört, sterbe ich. Irgendwie nicht. Ach, geh mir einfach rein. What the? Scheiß Teleporter. Nochmal da rein. Shotgun reicht mir. Und hier zwei? Oh. Zwei Teleporter, ich glaube, es ist scheißegal, in welchen wir gehen. Ah. Nächstes Lobby nicht. Nice. Munition können wir mal gebrauchen. Ah, natürlich. Jetzt haben wir auch die Chance, die Plasma Gun direkt zu testen. Kaboom. Big fucking Gun for the win. Brauche ich. Radiation Shielding, aber for Love auch? Ach, ich kriege an eine Klatsche, ey. Hier ist garantiert nichts. Doch. Der Raum wird voll gespawnt, oder? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Kein Plan. Noch so ein Baby. Ziemlich viel Plasma-Munition. Das finde ich übelst geil. Aber sonst... Wieso denn, er? Verreck in der Lava. Mega Armor, holen wir uns die ganz schnell. Das war mir so klar. Okay. Nach wie vor habe ich keinen Plan, was überhaupt die Sache ist. Warum existieren von denen so viele? Kann doch gar nicht sein. Dö, 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 dö. Wo gehen wir hin? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich brauche gar nicht rumwurschteln, denn ich war hier schon überall. Da war ich drauf, da war ich drauf, da war ich drauf. Wir müssen uns auf die Sache konzentrieren, wo ich noch nicht war. Das ist ein dämliches Level. Wir können mal hier rumgehen. Ja, klar kriege ich noch Schaden. So, hier. Hier war ich zwar auch schon drin. Ja, ist nur diese kleine Raummistkacke hier. Wie wär's mit hier? Ja. Ja, sieht doch ganz fein aus. Hier so. Hier drin. Aha! Komm, mach doch was, Dickerchen. Nix. Gut. Die Karte. Na Gott sei Dank. Scheiße. Ich
Ich kann der Katze gerade nicht ganz folgen. Oh! Nettes kleines Areal hier gefunden. Unbesiegbar sind wir auch ganz schnell. Und Supercharge! Toll, ich finde zwar die ganz, ganz tollen Sachen, den Ausgang finde ich aber nach wie vor nicht. Das ist nur eine Sache, wo wir nicht waren. Da gehe ich ganz schnell hin. Oh, gib Gas. Ich glaube, hier oben waren wir auch noch nicht, aber egal. Hier runter. Ja. Genau hier. Für den blauen Schlüssel. Für den Ausgang. Wir sind draußen, wir sind draußen, wir sind draußen. Das war ein komisches Level, aber ich habe viel gefunden. War schon okay. Hell yeah. Nächstes Level, komm schon, was ist es? Gate to Limbo. Ist das letzte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist da noch ein Level? Obwohl... Könnte das letzte... Glaube ich nicht. Da sind zwei. Mach die gar nicht so rumcreepen. Ein Level muss noch kommen. Hundertprozentig. Ein Level muss noch kommen. Und, das wird garantiert diese Art Zitadelle sein. Das sieht zwar schon richtig spannend aus. Nach wie vor, wieso kriegen die keinen Schaden auf der Lava? Die sind auch nicht hier super Ultra-Viecher. Da, schon rechts vor mir steht einer. Bist du sauer? Ja. Bist du rot angelaufen? Pack mal den Rüssel ganz schnell wieder weg. Gucken, wie viele Viecher gleich in einem Raum stehen werden. Nice. Ich wusste es. Oh, das Level ist bullenlastig, ja? Aber wie bullenlastig? Mega Armor! Holy fuck, ich bin zufrieden, wie wir alles hier finden. Das Level scheint nicht groß zu sein, weil die Gänge sind ziemlich lang und dick. Das ist meistens so ein Anzeichen darauf, dass das nicht ganz groß ist. Komm schon, dickere Wummen! Rocket Launcher! Alle, die Metal Slug gespielt haben, wissen, was ich meine. Die Aussprache ist so geil. Rocket Launcher! Das Vieh ist hier hinter. Ja, machen wir tot, ne? Ganz wohl bei der Sache ist mir ja nicht, aber... Egal. Hier ist auch noch gar nichts. Jetzt aber! Wo bist du? Ah, verreck! One on one! Du gegen mich! Kommt noch nicht mal da runter. Solange der Raum groß ist, kann mich das Viech eigentlich nicht wirklich töten. Da kann das Viech nur so stark sein. So, jetzt schnell dahinter brauchen die Energy Cells. Nein! Ah! Moment, Moment. Ich werde mal hier drauf stehen. Obwohl, keine kluge Idee. Ich weiß nicht, ob ich zerquetscht werde. Ah, das wird man. Das hier steht auch, weil wir den besiegt haben, hundertprozentig. Das heißt, ganz schnell den roten Skull finden. Hallöchen, Bulle. Oh, ich mag den Raketenwerfer gerade ein bisschen zu sehr. Oh, kein Problem. Können wir ihn doch noch mal ein paar Mal einsetzen. Dann sind wir ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sag's wirklich in jedem Part. Dieses Spiel versprüht einen Charme, das ist unglaublich. Wie man hier um die Einheiten rumtanzt, wenn man einfach nur brutal niedermetzelt. Da braucht man keine Story. Bisschen Hintergrundinfo kann nie schaden, aber... Ansonsten? Oh, das Zischen gefällt mir gar nicht. Zwei von denen. Ah, ich will die gar nicht kalt machen. Tun mir ja nix. Was ist hier? Zwei von den Anzügen. Ja, ich hau rein. Mehrere Anzüge? Oh mein Gott, ich ahne Schlimmes.